Nominiert für den Max-und-Moritz-Preis 2022. Erdogan von Can Dündar und Mohamed Anwar. Übersetzung Sabine Adatepe. Korrektiv Özgürüz Press. Vor nicht allzu langer Zeit galt Recep Tayyip Erdogan dem Westen als Hoffnungsträger, der EU-Beitritt der Türkei als schon fast beschlossen. Doch dann die Wende. Aber war es überhaupt eine Wende? Oder waren Erdogans demokratische Anwandlungen nur Täuschung? Lässt sich das Verhalten autokratischer Herrscher überhaupt kalkulieren? Der Journalist Can Dündar und der Zeichner Mohamed Anwar, beide Regimekritiker, die ihr Heimatland verlassen mussten, zeichnen in ihrer akribisch recherchierten Biografie den Weg Erdogans aus ärmlichen Verhältnissen an die Spitze der Macht. Sie beleuchten Lebensstationen, die ihn religiös, politisch und menschlich prägten. Immer deutlicher tritt so ein Mann hervor, der früh weiß, wohin er will und dem alles recht ist, um seine Ziele zu erreichen. Die über 300 Seiten starke Biografie erzählt allerdings nicht nur die Geschichte eines Despoten, sondern ist zudem ein aufschlussreicher Beitrag zum Verständnis des politischen Islam.